Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu SF Bewegt, Monatsrückblick September. Hier heute vom Marktplatz, vom Wochenmarkt. Und warum sind wir hier? Weil wir auch in die Zukunft schauen. Der Weihnachtsmarkt naht. Und ich kann Ihnen heute sagen, selbstverständlich wird es wieder einen Weihnachtsbaum mit Beleuchtung geben. Aber nachts werden wir den nicht mehr anhaben. In diesem Zusammenhang gibt es aber eine gute Nachricht für die Sportfreunde. Wir werden die Turnhallen offen lassen, dass der Vereinssport weitergehen kann. Aber voraussichtlich nach wird es nicht möglich sein, heiß zu duschen. Aber Hauptsache, die Turnhallen sind offen und Sport kann gemacht werden. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einen Hinweis auf unsere Stadtwerke. Alle reden von Energiekrise. Wir haben das Thema frühzeitig mit den Stadtwerken aufgegriffen. Und erlauben Sie mir, einige Zahlen zu sagen. 60% des Strombedarfs, den die Stadtwerke verkaufen, sind bereits aus regenerativen Energien. Deutschlandweit nur 40%. Also wir sind wieder gut dabei in regenerativer Energie. Der Energiemix beim Strom wird in deutschlandweit 12% aus Erdgas gewonnen und in Senftenberg nur 4%. Auch ein gutes Zeichen, wenig Abhängigkeit vom Gas bezüglich unserer Stromentwicklung. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der Kernenergie ab. Bundesweit werden 13% des Energiemixes für Strom aus Kernenergie gewonnen, in Senftenberg nur 8%. Den Weg der regenerativen Energie wollen wir in Senftenberg fortführen mit einem ganz aktuellen Projekt. Wir wollen das Wohngebiet Buchwalder Dreieck, die Wärmeversorgung aus dem See generieren und nicht mit Öl oder Erdgas, sondern regenerativ mit Wärme aus dem See zusammen mit den Stadtwerken. Bevor ich zur Verabschiedung komme, möchte ich noch mal ein ganz dickes Lob an unser Theater sagen. Die Festspiele waren ganz hervorragend und diejenigen, die noch nicht da waren, kann ich nur sagen, gucken Sie, dass Sie noch eine Karte kriegen. Ansonsten sage ich, sehen wir uns wieder im Oktober zum Monatsrückblick. Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber vor allen Dingen bleiben Sie gesund.